Hallo, im heutigen Video geht es um Reifen, um geile Reifen. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. So, wie gesagt, geht es heute um Reifen. Wir haben uns nämlich entschieden, unseren Ram neu besohlen zu lassen. Und heute beleuchten wir mal ein bisschen die Unterschiede von den alten zu den neuen Reifen. Warum wir da etwas verändert haben. So, jetzt schauen wir mal die alten Reifen an. Kommen wir mal hier rüber. Das waren jetzt unsere alten Reifen. Und zwar die General Grabber AT 3. Dann haben wir hier die Größenanzahl für 275 60 R20 und da kann man das Profil mal anschauen. Also die Reifen sind noch gut, die haben wir jetzt nicht wechseln lassen, weil sie kaputt waren. Die haben wir einfach, ja, weil wir was anderes wollten, sagen wir es mal so, ja, getauscht. Das ist auf jeden Fall ein Profil. Das AT steht hier für All Terrain. Ja, also wir haben jetzt den alten Reifen, das sind AT-Reifen, wie gesagt, das sind All-Terrain-Reifen, die sind jetzt gut für die Straße nutzbar und auch für leichtes Gelände oder im Winter halt, ja, entsprechend als Winterreifen nutzbar. Dann gibt es die RT-Reifen, das sind die, was wir uns jetzt besorgt haben, das heißt Rugged Terrain, also unwegsameres Gelände, ja, die sind dann schon ein bisschen grobstolliger. Und dann gibt es noch die MT-Reifen, das sind die Matsch-Reifen, die sind dann eher so für, ja, Matsch halt einfach, kann man so sagen. Ja, wir werden jetzt mal unsere Reifen vergleichen. Ich nehme jetzt mal unsere alten Reifen oder einen unserer alten Reifen und mache mal einen direkten Vergleich mit den neuen, dass man da gleich mal sieht, dass es schon andere Welten sind. Wir stellen die mal daneben hin. Ich lüfte jetzt noch nicht das Geheimnis, was es für Reifen sind, die neuen. Man sieht sie schon. Man sieht sie schon, was es ist. Also man sieht jetzt deutlich den Unterschied von AT hier zu RT, die montierten quasi. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die neuen Reifen an. Und zwar sind das, jetzt lüften wir das Geheimnis, die Renegade RT. Ja. Radar Renegade RT. Man sieht jetzt schon hier, fällt schon was auf, ja, was Geiles. Und zwar haben die sich den Spaß erlaubt und haben hier einen Totenkopf mit zwei kleinen Kolben drauf gemacht. Finde ich ja mega geil. Und ja, man sieht hier auch so ähnliche, ja, ich will jetzt nicht sagen knochenähnliche, aber ich würde schon eher sagen, das ist so knochenähnliche Struktur von dem Reifen. Also wirklich schön aufgemacht, ja, muss man sagen. Grobes Profil, bis nach außen reichend. Also für wirklich, ja, gut unwegsames Gelände, also würde ich mal sagen, wird passen. Härtetest haben wir jetzt noch keinen gemacht, obwohl die Reifen und das Auto schon so dreckig sind, aber haben wir noch nicht geschafft und gemacht. Ja, also den Unterschied, was wir jetzt zu den alten Reifen noch haben, wir haben jetzt nicht nur das Profil gewechselt, wir haben auch ein bisschen an der Größe gespielt. Das heißt, wir haben jetzt bei den neuen Reifen haben wir eine Größe von 295, 55 auf 20. Und die alten Reifen waren 275 60 R20, ja. Also das hat jetzt keinen großartig besonderen Grund, besseren Straßenlage oder sonst irgendwas. Das hat halt rein einen optischen Grund, ja, weil wir eigentlich gesagt haben, das sieht noch ein bisschen bulliger aus, passt ja gut zu dem Auto. Ja, ja, wir befinden uns vor dem Fahrzeug jetzt und fluchten einfach mal, wenn man das so sagen darf, mal nach hinten und schauen uns das mal an. Dann sieht schon, dass es ein bisschen weiter nach außen steht, aber ich denke mal, das wird von TÜV noch okay sein. Wir haben das jetzt noch nicht beim TÜV vorgefahren, aber ich denke, wird schon passen. Jetzt gucken wir mal von hinten nach vorne, dass wir mal ein Profilbild haben und schauen uns das mal an, ja. Das sieht natürlich schon mächtig geil aus. Also die Reifen optisch wunderbar. Kann man nichts anderes sagen. Also genau mein Geschmack, passt voll zu dem Auto. Okay, zur Laufruhe vielleicht noch ganz kurz. Da ist ganz klar, dass man mit dem grobstolligeren Reifen ja, nicht mehr komplett die ganz
komfortable Laufruhe haben wie jetzt mit unserem AT-Reifen. Was mich aber auch nicht im geringsten stört, weil wenn ich so eine Walze drauf habe, so eine grobstollige, dann muss ich eigentlich ja auch damit rechnen, dass es dann so ist. Finde ich nicht schlimm, ist für mich in Ordnung. Ja gut, da sind wir jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende angelangt. Mehr gibt es eigentlich jetzt zu den Reifen, würde ich mal sagen, nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten rein. Langzeittest, wollen wir sehen, wie es ist. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich aufs nächste Video und bis bald. Ciao.